Hi, hier ist Antonis wieder von der Product Innovation Lounge bei MF Software und der Ben ist dieses Mal wieder mit dabei. Hi Ben. Hi Danke, Antonis. Danke, dass du mich hier wieder unterstützt. Dieses Mal geht es also immer noch ums Thema Generative Design, aber um die richtige Extension. Vielleicht magst du schon mal deinen Bildschirm starten. Vorab muss man dazu sagen, also diese Extension ist per se quasi bei Fusion 360 nicht mit dabei. Das ist was man dazu buchen muss. Stimmt, Ben, oder? Habe ich es richtig gesagt? Das stimmt, das kann man entweder sich tageweise buchen oder man kauft sich eine Lizenz für ein ganzes Jahr. Und was aber auch geht, ist, dass man nur, also wenn man das nur ein einziges Mal ausprobieren will, erstens gibt es eine 14-tägige Testlizenz, die man sich immer aktivieren kann. Und was man auch tun kann, ist mit einem Token oder mit einer bestimmten Anzahl an Tokens das einfach mal machen. Also man kann quasi, ich glaube, für 10 oder 15 Token kann man hier so eine Generative Design Studie auch einfach mal so ausprobieren. Ach so, okay, quasi nur punktuell, was ja eigentlich auch interessant sein kann, wenn man nur so als Inspiration das ab und an. Genau, da gibt es ganz flexible Methoden, wie man das mal ausprobieren kann oder langfristig sich ja, jahresmäßig zulegen kann. Okay. Gut, wie machen wir denn jetzt weiter? Ja, genau, ich habe ja schon wieder geteilt. Das, was ich bisher gezeigt hatte, war ja nur die automatische Modellierung und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, auch wirklich ins Generative Design zu gehen. Ich wollte dazu aber noch eine kleine Sache erzeugen, nämlich einen Hinderniskörper. Was das genau bedeutet, erkläre ich dann auch gleich. Dazu erstelle ich gerade mal eben noch eine Skizze. Und zwar will ich jetzt etwas, was die Generierung des Lampenschirms etwas begrenzt oder behindern soll oder noch ein bisschen beeinflussen soll. Und dazu eignet sich eigentlich so ein Spline-Kurve ganz gut. Wir können zum Beispiel hier einfach mal hergehen und einen Punkt erzeugen und noch einen zweiten und dann noch einen dritten weiter hier hinten. Und das Ganze oder die Enden dieses Plans würde ich jetzt einfach hier nochmal verbinden mit einer Linie. Und das ist jetzt zum Beispiel hier eine beispielhafte Skizze, die man dazu verwenden kann. Und wenn ich daraus jetzt einen Körper erzeugen möchte, könnte ich zum Beispiel das Drehen verwenden und klicke dann einfach nur auf mein Profil und sage, es soll um die eigene Profilachse gedreht werden. Und so kann ich ganz simpel mal einen Hinderniskörper erzeugen. Ja. Genau. Und nett ist auch, also was ich gern genutzt habe, aber da sieht man natürlich wieder so ein bisschen den Unterschied zwischen jemanden, der aus dieser Design-Software-Welt kommt und jemand, der mehr von der Konstruktionsseite kommt, da diese violette Würfel mit dem gelben Stern, das ist quasi eine Art Subdi-Modellmöglichkeit oder ich weiß nicht, wie heißt es in Fusion, sorry, T-Splines müsste, glaube ich, was dahinter steckt. Ja, T-Splines. Genau, T-Splines. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall auch interessant. Klar, wie gesagt, im letzten Video habe ich schon gesagt, man kann auch Daten von Alias hinbekommen, aber man kann auch etwas komplexere, gestaltetere Objekte auch per T-Splines erzeugen, wenn man möchte. Genau, ja, da trennt sich der Ingenieur vom Designer quasi. Aber wir werden ja gleich sehen, dass es gibt ja trotzdem sehr interessante Ergebnisse. Genau. Jetzt aber endlich zur Generative Design Extension. Das aktiviert man, indem man hier oben von Konstruktion einfach in den Reiter Generative Design wechselt. Ja. Und dann kommen wir in eine neue Oberfläche, beziehungsweise eigentlich sieht alles noch aus wie vorher. Und wir können jetzt hier eine Tragwerkskomponente, das ist eigentlich so der Klassiker, aktivieren und auswählen. Alternativ kann man auch Fluidpfade, also das geht mehr in CFD-Simulationen erstellen, aber wir machen jetzt mal hier, begrenzen uns mal auf, sagen wir mal, den klassischen Anwendungsfall. Und ja, jetzt sieht hier oben die Leiste etwas anders aus. Wir haben jetzt ganz viele neue Funktionen und die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Die erste Studie ist quasi jetzt schon mal erstellt
Und was wir zuallererst auswählen müssen, sind die Geometrien, die wir beibehalten möchten. Das heißt, die, die wir nicht verändern möchten. Und dazu klicke ich dann in die Beibehalten Auswahl und wähle hier oben meine Lampe oder die Position, an der meine Lampe später sitzen soll, aus und meinen Fuß und akzeptiere mit OK. Und dann wird das Ganze grün angezeigt. Und als nächstes kann ich dann noch eine Hindernisgeometrie auswählen. Das kann zum Beispiel eben hier dieser Lichteinfallzylinder sein, den wir als solchen freihalten wollen, damit das Licht auch schön irgendwie in den Raum fallen kann oder auf den Boden oder auf den Schreibtisch oder wo auch immer. Ja, das würde ich mal zuallererst so stehen lassen. Was wir aber auch noch tun könnten, wäre jetzt noch zusätzlich, oder sollen wir es gleich machen? Oder ja, können wir gleich machen. Also dann wählen wir gleich beide Körper aus. Das heißt, bei der Erstellung des Lampenständers berücksichtigt die Software jetzt auch diesen Körper, den ich als Hinderniskörper schon einmal konstruiert habe. Das berücksichtigt die Software jetzt mit und umgeht den Körper. Das eignet sich dann besonders gut, wenn man Bauteile designen oder erstellen möchte, die in einen bestimmten Bauraum passen müssen. Das ist im Auto ja ein ganz klassischer Fall und auch in ganz vielen anderen Baugruppen so. Und kann man insofern berücksichtigen, indem man eben das als Hinderniskörper definiert. Genau, eine Sache verwenden wir jetzt ja nicht, die man noch machen könnte. Das ist die Startform. Die sieht man in diesem Dropdown-Menü. Genau. Die Startform kann man der Software sozusagen noch an die Hand geben, damit die noch etwas besser weiß, wo du hin möchtest. Das heißt, wir könnten zum Beispiel jetzt hier schon mal einen Bogen oder so als Körper vorgeben. Dann würde die Software versuchen, sich dem Bogen mehr anzunähern. Oder das wäre ja auch der Weg, um eine Bauteiloptimierung zu machen. Also angenommen, ich habe jetzt so wieder natürlich sehr automobil gedacht, Spiegelhalter oder auch im Auto, das haben wir jetzt nicht mehr so viele, aber halt der klassische Gangwahlhebel. Ja, wenn man sagt, man hat da so ein massives Teil, dann könnte man sagen, okay, das ist meine Startgeometrie und dann sag mir mal, was davon eigentlich überhaupt notwendig ist und dann kann ich mir überlegen, wie ich es gestalte. Das ist ja auch so ein Prozess, aber man schränkt natürlich die künstliche Intelligenz quasi schon ein. Genau, also wenn man, wie du ja sagst, wenn man schon ein Beispiel-Design hat, das man einfach nur nochmal durch ein neues auffrischen möchte, aber trotzdem der Software sagen möchte, bleib vielleicht irgendwie in der Nähe von dem ursprünglichen Design, dann kann man diese Startform verwenden. Und wenn man möchte, dass die Software quasi ganz viel Freiheit hat und ganz viele neue Ideen entwickeln kann, dann machen wir das mal nicht, so wie jetzt in unserem Fall. Das ist erstmal alles, was wir auswählen müssen, damit die Körper definiert sind. Und als nächstes muss man strukturelle Abhängigkeiten setzen. Das bedeutet also im Ingenieursjargon setzt man Lagerbedingungen oder eben jetzt strukturelle Abhängigkeiten. Das bedeutet im Grunde einfach nur, welcher Bereich soll festgehalten werden. Es ist jetzt bei uns so, dass unsere Stehlampe oder unsere Tischlampe fest auf dem Boden, auf dem Sockel stehen soll. Und deswegen halten wir jetzt hier einfach mal die Bodenplatte in allen Raumrichtungen, also in allen drei Achsen fest. Typisches Festlager eben. Und damit ist dann das Modell sozusagen statisch bestimmt. Und kann sozusagen eine mechanische Berechnung hieran durchgeführt werden. Das, was aber noch fehlt, ist eine Last. Eine ist zwar standardmäßig immer schon drin, das ist die Gravitation, die ist einfach immer dabei. Wir können sie aber auch deaktivieren, wenn wir nicht möchten, dass sie wirkt. Ich würde sagen, bei einer Lampe, außer man hat sie irgendwo in der ISS, braucht man immer irgendwie auch eine Schwerkraft, die wirkt. Ich würde dann aber dazu, oder wir müssen sogar dazu noch eine weitere Last aufgeben, und zwar beispielsweise
tun wir so, als würden wir auf den Lampenschirm mal irgendwie fester draufhauen. Das könnte man zum Beispiel hier einfach mal annehmen und zum Beispiel eine Kraft von 50 Newton jetzt hier oben auf den Lampenschirm aufbringen. Man kann aber auch ganz andere Kräfte aufbringen, wie zum Beispiel einen Druck oder einen Drehmoment. Ja, ja. Oder eben auch noch weitere Definitionen, die man so aus dem klassischen Mechanik-Simulationsbereich kennt. Genau, und ich meine, also müssen nicht auf jeden Punkt eingehen, aber man kann natürlich den Richtungstyp auch ändern und das ist, aber ich meine, wie immer so ein bisschen, zumindest aus unserer Sicht, Experimentiererei. Jetzt natürlich, wenn wirklich reale Bedingungen getestet werden, dann gibt es natürlich feste Vorgaben, aber jetzt in unserem losen Beispiel kann man natürlich damit auch ein wenig die AI quasi dazu zwingen, anders zu gestalten, um natürlich mit diesen Kräften umzugehen. Also es ist auch ein bisschen ein Spielzeug, mit dem man quasi andere Konstruktionsformen erzeugen kann. Genau. Ja. Das haben wir, also wir haben da jetzt auch kein Lastenheft gehabt, so wie man das bei Bauteilen hätte. Ja. Also auch hier haben wir jetzt einfach mal zufällig jetzt diese 50 Newton, nehmen wir jetzt hier an. Und auch in vielen anderen Beispielen experimentieren wir einfach da mit verschiedenen Lasten. Das Schöne ist, die Software hat ja auch noch die Fähigkeit, Mechaniksimulationen durchzuführen. Das heißt, wir könnten auch im Nachhinein nochmal verschiedene Lastfälle simulieren und schauen, ob unsere Geometrie, die Software erzeugt hat, denn überhaupt den Lasten standhalten kann, die wir auch wirklich im Realfall dann haben. Okay. Genau, also jetzt haben wir einfach nur hier eine Kraft, die oben auf unsere Lampe wirkt und die Gravitation. Und als nächstes können wir dann noch in die Richtlinien gehen. Das besteht aus Zielen und der Fertigung. Wenn wir mal auf Ziele klicken, dann haben wir die Möglichkeit, entweder zu sagen, wir möchten die Masse minimieren oder die Steifigkeit maximieren. Das sind einfach zwei verschiedene Zielkorridore, an denen sich die Software dann ausrichtet. Wir sagen jetzt hier mal Masse minimieren und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Sicherheitsfaktor aufzugeben. Das kann man theoretisch auch einfach schon in den Lasten berücksichtigen, so wird es häufig gemacht. Oder wir sagen eben am Ende, das Ganze soll quasi die Last, die wir aufgegeben haben, mal 2 bei einem Sicherheitsfaktor von 2 standhalten. Genau, das ist jetzt das sind die Ziele und anschließend haben wir noch die Fertigung. Da gibt es ein paar verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, einfach zu sagen, unbegrenzt. Das heißt, es gibt quasi keine Limitierung, was den Herstellungsprozess angeht. Das ist üblicherweise ja vielleicht im 3D-Druck der Fall. Ansonsten findet man das recht selten. Wir können dann aber auch sagen, wir wollen das Ganze additiv herstellen und können dann sagen, zum Beispiel, welche Ausrichtung haben wir, wenn wir also ganz statischen 3D-Drucker haben, dann wäre das vielleicht nur hier in Z-Richtung. Aber wir können auch hier sagen, wir haben zum Beispiel alle Raumrichtungen, weil wir einen ganz flexiblen 3D-Drucker haben. Auch so ein paar Fachbegriffe, die man noch aus dem 3D-Druck kennt, oder zumindest der Überhangwinkel, den man noch einstellen kann. Das ist also quasi der Bereich 3D-Druck hier oben, additiv. Dann haben wir noch die Möglichkeit, ein Fräsverfahren auszuwählen oder mehrere. Konfiguration 1 ist jetzt hier mit einem 3-Achs-Fräser. Wir haben aber auch 2,5 oder 5-Achs. Und wir können auch für eine Berechnung zwei verschiedene auswählen. Das heißt, wir können zum Beispiel einfach mal schauen, was sind denn Ergebnisse, die durch 3-Achs-Fräser erzeugt werden können. Und was sind Ergebnisse, die durch einen 5-Achs-Fräser erzeugt werden können? Genau. Und ja, auch da haben wir noch so ein paar Fachbegriffe oder ja, noch so ein paar feinere Definitionen, die man für den Fräser einstellen kann, wie zum Beispiel eben der Werkzeugdurchmesser oder andere Einstellungen, die, sag mal, bisher für uns noch nicht so relevant waren, weil wir jetzt nicht hier direkt irgendwie Fräsmaschinen stehen haben, mit denen wir dann das Teil auch herstellen können, sondern wir erstmal nur so ein paar Design-Ideen erzeugen möchten.
Genau, also ich denke vielleicht, der Hintergrund natürlich ist der, dass, so wie du sagst, jetzt bei uns in unserem Beispiel wollen wir vor allem Ideen generieren und da macht natürlich unbegrenzt Sinn, weil wir einfach eine Vielfalt an Formen haben möchten. Aber gerade wenn es um natürlich Bauteiloptimierung geht, dann ist natürlich eine super optimierte Form toll, aber wenn sie nachher nicht produzierbar ist, dann hat es natürlich herzlich wenig geholfen. Deswegen im Grunde kann man hier schon begrenzen die oder definieren, welche Produktionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Und das ist eigentlich so in einem deutlich späteren Anwendungsfall super, dass man natürlich sagen kann, okay, für uns sinnvoll ist die Produktion des Bauteils mit Möglichkeit A, B, C und man kann auch eine Kostenschätzung machen. Da oben der Kasten, den wir jetzt nicht aktiviert haben, aber eben für unseren Anwendungsfall geht es jetzt vor allem um eine Vielzahl an möglichst interessanten Designvarianten. Genau. Ja, und wir haben noch zwei weitere Optionen. Einmal das Zwei-Achs-Schneiden. Das ist nicht so mein Favorit, muss ich sagen. Ich komme immer relativ, relativ simple Geometrien bei raus. Und noch das Druckgießen. Ja, das Druckgießen kommt aus dem Metalldruck eigentlich, aber man kann hier auch so ein bisschen in Richtung Spritzguss denken. Da muss man allerdings auch die Wandstärken so ein bisschen anpassen. Also hier steht jetzt maximale Dicke 13 mm. Ich glaube, jeder, der mit Spritzguss schon mal zu tun hatte, würde sagen, das ist etwas wahnsinnig. Deswegen sagen wir hier mal 3 mm als Begrenzung und schauen dann einfach mal, was es denn, was als Ergebnis so rauskommt. Nur, was wir auch noch hier bedenken müssen, ist die Entformungsrichtung. Die ist jetzt hier in Z, was, wenn wir das Ganze mal kurz betrachten, nicht ganz so sinnvoll ist. Besser wäre wahrscheinlich in Y. Das bedeutet also die Richtung, in der unser Werkzeug sich später öffnet und in der wir im besten Fall keine Hinterschnitte haben möchten. Also deaktivieren wir Z und aktivieren Y. Und was wir auch noch haben, ist ein Verjüngungswinkel oder beziehungsweise auch eine Entformungsschräge. Das sieht man auch immer sehr schön über die drei Pünktchen nochmal erklärt, was das eigentlich heißt. Und das ist natürlich auch beim Spritzguss oder beim Druckguss extrem wichtig. Gut, das ist alles, was wir bei der Fertigung einstellen. Und dann kommen wir schon im Bereich Materialien. Bei Materialien, da haben wir eine gewisse Datenbank vorliegen. Oder war noch irgendeine Frage auf deiner Seite, Antonis? Nee, oder bist du mittlerweile auch Experte, was Generative Design angeht? Ja, das macht, also ich hab ja auch viel mit Midjourney rumgespielt und auch natürlich mit diesem ChatGPT und es ist immer so ein bisschen eine ähnliche Sucht, danach zu gucken, wie man da so ein bisschen stochern muss, um neue Ergebnisse zu bekommen. Deswegen, mir hat das schon sehr viel Spaß gemacht und genau, soweit bin ich noch voll mit dabei. Ja, ich glaube, ich habe dich ja auch so langsam gepackt von dem Thema. Genau, also jetzt gehen wir mal hier in die Materialien rein. Man kann hier bei den Materialien auswählen, nach welcher Methode das Ganze schon sortiert werden soll. Ansonsten haben wir eben verschiedene Metalle, die hier zur Verfügung stehen. Da können wir zum Beispiel mal Aluminium auswählen und dann vielleicht noch zum Beispiel Titan. Und man kann hier eben verschiedene Materialien ablegen. Genauso auch aus dem 3D-Druckbereich sind hier ein paar Materialien schon hinterlegt, die man auswählen kann. Da können wir zum Beispiel hier mal so ein PA12 auswählen. Genau, da haben wir ja schon drei Materialien, denen wir arbeiten können. Und im Grunde genommen ist das jetzt erstmal schon alles, was wir einstellen müssen. Manche werden es vielleicht bemerkt haben, 1 Meter Länge oder Höhe des Bauteils, das ist für die meisten 3D-Drucker schon mehr als das Limit. Und auch so, solche Informationen sind in der Software hinterlegt, denn wenn wir hier in die Vorüberprüfung gehen, da sehen wir so ein kleines Warnsignal, das sagt uns einmal, dass das Zwei-Achs-Schneiden, das ich ja ohnehin nicht so sehr mag, nicht berücksichtigen kann, dass man verschiedene beibehaltene Körper mit unterschiedlicher Höhe hat. Aber interessanter ist,
dass wir hier unten auch nochmal einen Warnhinweis bekommen, dass das Ganze für 3D eigentlich gar nicht unbedingt suitable, also wirklich anwendbar ist. Also auch solche Informationen sind manchmal ganz hilfreich. Da kann man sich ja zum Beispiel überlegen, möchte ich vielleicht ja eher, wenn ich denn unbedingt eine Lampe 3D drucken möchte, will ich die vielleicht zweiteilen, baue ich irgendwie noch eine Ebene ein, um das Ganze dann am Ende nochmal zu verbinden und mache dann hier dieses Generative Design eher in zwei Schritten. Aber es gibt ja auch 3D-Drucker, die so groß drucken können. Stimmt, gibt es natürlich auch. Und die Software verbietet uns trotzdem nicht, das Ja. auszuprobieren. Genau. Das ist natürlich auch was Gutes. Was wir hier noch haben, ist die Vorschau, die ich jetzt hier mal, aber wollen wir sie ausprobieren? Ja, warum nicht? Die können wir ja kurz laufen lassen. Das ist Na ein gut. bisschen wie zuvor, finde ich zumindest, so vom Optischen her erinnert mich das an die automatisierte Modellierung eher, muss ich aber sagen. Weiß nicht. Ja, genau. Und damit er eigentlich gar nicht mehr so, also nicht mehr so interessant, wenn man es vorher schon ausprobiert hat. Und außerdem, ja, dauert es auch nicht so lange, bis man Generative Design Ergebnisse hat, weswegen ich dann häufig einfach direkt die Ergebnisse erzeuge und dann habe ich gleich ganz viele Ergebnisse, durch die ich stöbern kann und Genau, also er simuliert jetzt hier quasi auch auf dem Bildschirm, ist zumindest mein Eindruck, ne, relativ einfach, wie er von A nach B kommt und macht das halt für diesen Zeitstrahl, den wir oben sehen. Allerdings eben auch nur diesen einen Entwurf. Und das Interessante bei Generative Design, bei der Extension ist ja, dass wir wirklich verschiedene Ansätze auch aufgrund der verschiedenen Parameter, die wir gegeben haben, also sprich Materialien und Fertigungsmethoden, dort verschiedene Ansätze verfolgt und man dann wirklich gleich einen Haufen an Alternativen vorgeschlagen bekommt. genau, also man erkennt da schon so ein paar Design-Features. Zum Beispiel hier oben haben wir so zwei Pockets schon erzeugt. Ja. Genau, also das, da kann man ja grob erahnen, was die Vorschau tun soll. Aber ich würde sagen, dann springen wir einfach gleich mal in das, was uns alle interessiert, nämlich die tatsächliche Berechnung der Studie. Das geht dann eigentlich ganz einfach. Wir müssen eigentlich nur noch auf eine Studie erzeugen klicken und dann, wenn eine Lizenz verfügbar ist, beziehungsweise können wir dann hier uns noch ein neues Projekt auswählen. Das Ganze können wir dann zum Beispiel nennen, Beispiel Generative Design und Lampe. Speichern das Ganze ab und können dann unter diesem Projekt Lampe, zum Beispiel Lampe Version 1, hier unseren aktuellen Geometriestand abspeichern. Und dann war es das. Also die Berechnung läuft komplett in der Cloud ab. Das heißt, wir müssen das auch gar nicht auf unserem eigenen Rechner die Rechenleistung zur Verfügung stellen quasi, sondern das Ganze wird in der Autodesk Cloud simuliert. Berechnet. Genau, das heißt aber zum einen natürlich muss man wissen, diese Daten werden quasi hochgeladen, wenn das ein Thema wäre. Wobei jetzt in dem Fall sind es ja, geht es ja vor allem um Inspiration, deswegen ist es ja eh kein Thema. Und das andere, was für mich am Anfang noch nicht so ganz klar war, dass es auf jeden Fall eine Weile dauern kann. Also wenn du mal diesen Pfeil links drückst bei Lampe Version 1, dann sieht man, dass der erste Schritt quasi das Senden ist. Das ist abgeschlossen und für das Auflösen benötigt er mehr Zeit. Da dachte ich am Anfang, vielleicht habe ich irgendeinen Fehler in meinen Datensätzen, aber da das ist einfach so, das kann eine Weile dauern. Interessant ist aber, dass man quasi, also jetzt im Hintergrund ist ja schon das Fenster aufgegangen, in dem man die Ergebnisse sehen wird. Und sobald erste Ergebnisse da sind, werden die auch angezeigt, ne? Auch wenn sie noch nicht ganz fertig sind, sind das für mich eigentlich ganz spannend. Genau. Ja, also das ist so, dass man immer in eine Art Warteschlange geschoben wird, dann in der Autodesk Cloud. Die ist nicht, also die ist, das jetzt klingt jetzt immer so, als würde das lange dauern, aber also spätestens nach
3, 4, 5 Minuten läuft eigentlich jede Generative Design Studie an und genauso auch jede Simulationsstudie, wenn man dann irgendwann mal in Simulationen macht oder auch Renderings. Denn auch dort muss man sich natürlich irgendwie immer erst in dieser Autodesk Cloud quasi einreihen und ab dann geht's los. Und natürlich dauert es auch immer ein bisschen, dass die Ergebnisse von der Cloud wieder auf hier auf unser Programm, auf unserem Rechner gespielt werden oder gestreamt werden, besser gesagt. Und ja, deswegen dauert es ein bisschen. Aber ja, macht eigentlich nicht viel. Was ich normalerweise immer mache, ist drei verschiedene Geometriestände nehmen oder auch drei verschiedene Lastfälle. Einfach alles aufsetzen, vorbereiten und dann einfach losschicken. Und nach einer Stunde öffne ich dann wieder Fusion und alle drei sind gerechnet. Das ist ja das Schöne. Genau. Die werden auch nicht der Reihe nach gerechnet, sondern die werden alle gleichzeitig in die Cloud geschoben. Und meistens sind sie dann nach einer Stunde, ist eigentlich alles, ist eigentlich das meiste immer ready. Da würde ich nochmal kurz einhaken. Also das Gute ist, dass man eben parallele Jobs abschicken kann. Das, wie gesagt, also ich finde diese Begeisterung eben vergleichbar zu Midjourney. Da habe ich auch immer am Anfang angefangen, mal ein Bild zu testen und dann, ah ja, das ist ja ganz cool. Und dann habe ich angefangen, immer so immer mehr Stränge parallel zu verfolgen. Und so ist es hier letztendlich auch. Also man kann viele Sachen parallel probieren. Und so wie du gesagt hast, also das ist nicht nur quasi ein Rechner irgendwo bei Autodesk, der das rechnet, sondern eine Cloud mit genug Leistung, dass diese Jobs eigentlich auch parallel abgearbeitet werden, wenn sie dann mal dran sind. Ja, also wir haben Ergebnisse rechnen lassen und wir lassen auch aktuell Ergebnisse rechnen. Vielleicht magst du Ben kurz mal zeigen, oben, wo man die Ergebnisse sieht. Ja, sehr gerne. Also ich habe, erstmal müssen wir kurz erwähnen, wir haben noch einmal kurz neu gestartet, denn wir haben natürlich eine Sache gleich nicht beachtet, die Verbände oder ja, die grünen Bereiche zueinander sollten sichtbar sein, also sollten zueinander sichtbar sein. Ansonsten ist es gut, wenn man eine Startform verwendet, weil sonst die Software etwas Probleme hat, quasi eine Verbindung zu erzeugen zwischen den beiden Bereichen. Deswegen haben wir jetzt einfach übergangsweise mal dieses Hindernis deaktiviert. Damit ist das Problem nämlich auch beseitigt. Und ja, seitdem läuft die Rechnung und jetzt können wir nämlich auch schon mal in die Zwischenergebnisse reinschauen. Und da sieht das wie folgt aus. Wir haben erstmal eine Übersicht aller Ergebnisse der Designs und wir haben oben immer eine Auswahl an empfohlenen Ergebnissen, wobei das mit Vorsicht zu genießen ist, würde ich sagen, denn er hat immer so seine ganz eigenen Kriterien, beziehungsweise die Kriterien sind jetzt aktuell das geringste Gewicht, das wir ausgewählt haben und da fallen diese vier Varianten jetzt besonders positiv aus, sind aber dann jetzt nicht, vielleicht nicht aus unserer Sicht dann die für ein Design geeignetsten. Genau, da, ich meine, du kannst ja mal eins aufmachen, weil man muss ja berücksichtigen, dass da ja sehr viele Parameter berücksichtigt werden, unter anderem das Material und wenn du mal eins aufmachst, da sieht man ja eine ganze Auflistung rechts eben, was da gedacht, wie das angedacht ist, nämlich Material, dieses Nylon-Fertigungsverfahren mit Zweiachsschneiden und dann sieht man auch unten mit 5,7 Kilo wäre das rausgekommen. Also wie gesagt, das ist ja an sich eine relativ technische Funktion. Amüsant ist immer, wie dann der Ben und ich auf die Modelle reagieren, weil ich zum Beispiel dieses Modell eigentlich ziemlich cool finde, weil es sehr super simpel ist und irgendwie sowas Monolithisches hat. Also super spannend auch, dass sowas rauskommt. Das ist eben auch auf jeden Fall dem Verfahren geschuldet, weil eben mit dem Zweiachsschneiden quasi diese Form möglich ist und wenn du oder quasi keine komplexeren Knochenstrukturen möglich sind und wenn du das jetzt zumachst und mal einen anderen Entwurf öffnest, dann sieht man, dass da schon
deutlich typischere Ergebnisse für Generative Design rauskommen. Da sieht man zum Beispiel jetzt eben hier im Fertigungsverfahren, wenn man da noch mal kurz reinguckt, rechts, dann steht da unbegrenzt, allerdings eben mit dem Material Titan. Und genau. Deswegen wiegt das Ding dann auch 10 Kilo, also eben deutlich, deutlich mehr. Ja, wer das nötige Kleingeld hat, ne, der kann sich eine Lampe aus Titan besorgen für 10, also ja. 10 Kilo Gewicht. Aber interessant ist eben jetzt hier diese Forminterpretation, also wie er versucht, oben diesen Lampenschirm wie so Arme zu umfassen, aber dann eben durch dieses Hindernisvolumen, das wir erzeugt haben, den Freiraum zu lassen, dass die Lampe scheinen kann. Und das finde ich ziemlich cool. Er landet auf den schon sehr dünnen Fuß, den wir da angelegt haben. aber also ich sehe es vor allem immer als Basis, auf der man jetzt eben saubere Linien und saubere Flächen in einem anderen Programm wie jetzt Alias Maya gestalten könnte. Und vielleicht magst du noch kurz was zu den Iterationen unten sagen. Also man sieht, bei jedem dieser Designvorschläge oder dieser Designberechnungen und Entwürfe hier unten immer eine Iterationszeile. Das fängt an bei 0 ganz links und ist jetzt hier in dem Fall bis zur Iteration 35 gerechnet worden. Und das Schöne ist, man kann jetzt auf alle 35 Zwischenergebnisse noch zurückspringen. Das heißt, wir können zum Beispiel mal auf die 30 springen. Da sieht man jetzt keinen großen Unterschied zum bisherigen Design. Ah, man sieht zum Beispiel oben, der Teller wurde variiert. Aber je weiter man eben zurückspringt, desto mehr Material ist noch vorhanden sozusagen, wurde noch nicht weggenommen. Und dadurch können ganz interessante Zwischendesigns entstehen. Das zum ist Beispiel auch spannend. Ja. Dieser korbähnliche Entwurf. Ja, der ist, finde ich, eigentlich ziemlich cool. Der ist auch nämlich deutlich simpler in seiner Form auch als diese sehr komplizierte Form am Ende. Interessant ist auch, interessant ist rechts auch trotzdem, also das finde ich auch super spannend, auch cool, guck mal, wie oben die zwei Formen voneinander abweichen. Dieser vordere Griff und der hintere und dann auch so ein bisschen wie vorne der Adamsapfel oder so ein bisschen wirkt es da unten, wo der Drehpunkt. Ja, tatsächlich. Interessant ist auch rechts, wenn wir gucken, bei den Daten, da steht jetzt zum einen, sieht man auch, wie viel mehr das wiegen würde, eben, also dass er mit 42 Kilo angefangen hat, da an diesem Punkt, und dass aber auch dieser minimale Sicherheitsfaktor bei 7,5 liegt. Das heißt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das heißt, der würde momentan quasi 7-mal die Anforderungen, das heißt, die Kräfte aushalten von dem, was wir angegeben haben. Genau. Heißt ja, okay. Quasi unzerstörbar im aktuellen Designzustand. Ja, Titan und mit 42 Kilo. Genau. Und das Schöne ist eigentlich wirklich, diese Zwischenstände sind meiner Meinung nach zumindest immer die spannendsten. Also klar, wenn man jetzt diese organischen, eher fachwerkähnlichen Designs, oha, das sieht ja total cool aus. Ja. Super. Ich weiß nicht, ob die Lampe noch so effektiv ist, wenn sie die ganze Zeit auf den Ständer selbst strahlt, aber... Da hätte der Zylinder wahrscheinlich ein bisschen länger sein müssen, aber cool, dass er das so... Ja, das sieht spannend aus. Jetzt habe ich genau das, jetzt habe ich doch genau ein Design gefunden, bei dem es nicht so ist, wie ich gerade beschreiben wollte, aber gefällt mir gut. Ja, und wenn man da dann auch mal zurückspringt auf den 10. Schritt, verändert sich das Ganze noch mal ein bisschen, wird voller, weniger fachwerkähnlich. Ja, also kommen sehr interessante Ideen bei raus. Ja. Gerade hier in den ersten Iterationsschritten, da wird am meisten Material abgetragen und da kommen dann auch
sehr viele Variationen. Da findet man auch einen guten Kompromiss zwischen so flächig und Unterbrechungen, weil eben je weiter man nach hinten geht, wird es halt doch sehr knochig. Und hier vorne, da finde ich auch als Designer, sieht man noch mehr solche Hauptflächen, Hauptlinien, die man interpretieren kann. Und was ja letztendlich trotzdem dazu führt, dass du ein Design findest, das quasi gewisse Steifigkeiten hergibt, ohne dass es nachher heißt, ja, so wie du das jetzt gestaltet hast, funktioniert das gar nicht. Deswegen finde ich das eigentlich eben eine richtig coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Wir können ja einfach noch mal ein paar anschauen. Wir können ja mal einfach zufällig noch in das eine oder andere reinklicken. Zum Beispiel hier. Mit dem langen Arm. Da sieht man auch, also, das ist additiv gefertigt in X-Richtung. Ja. Aber siehst du, das hat auch nur 2,5 Kilo. Ja, das ist jetzt auch hier PA12. Ja, also Kunststoff. Polyamid. Und ja, also klar, es sieht ein bisschen, also es, alle ähneln sich irgendwo in ihrer Grundstruktur des Fachwerks, aber man sieht, wenn man sie genau nebeneinander legt, beziehungsweise können wir hier oben auch über den Vergleichen-Button verschiedene Designs nebeneinander stellen, dass doch überall Variation zu sehen ist und dass man merkt, dass immer mit einem gewissen anderen oder einer kleinen Algorithmusänderung an die Erstellung dieser Geometrien herangegangen wird. Und dadurch kommt man doch immer wieder auch zu etwas anderen Ergebnissen. Genau, mein Vorschlag wäre noch zum Schluss, zum einen wollte ich darauf hinweisen, was Fusion allgemein noch Interessantes bietet, nämlich, dass man zusammenarbeiten kann. Man sieht es oben an dem Arbeitstitel Lampe Version 1v2, dass da nämlich auch dieses AS steht, weil man bei Fusion auch gemeinsam auf Projektdatenbanken zugreifen kann. Und der Ben und ich konnten eben jetzt relativ cool eben darüber Designs miteinander austauschen und auch experimentieren. Das geht in Fusion und wir haben ja da auch einige andere Sachen gemacht. Vielleicht wollen wir noch ein paar coole Ergebnisse, die wir mal probiert hatten, auch noch mal kurz anschauen. Weil ich glaube, an sich, wie es funktioniert, denke ich, haben wir ganz gut erklärt. Hoffe ich zumindest. Sonst das gerne, wird sich zeigen. Gerne Feedback geben. Genau. Ich will gerade noch einmal kurz zeigen. Also man kann auch die Designs nebeneinander stellen und da sieht man jetzt das, was ich meinte. Also es ist eigentlich eine recht ähnliche Grundstruktur, aber doch ganz anders. Also Mit der Asymmetrie auch super spannend. Das finde ich. Ja, die Asymmetrie hier oben sieht sehr spannend aus. Kommt aus Autodesign, finde ich es ganz erfrischend, auch asymmetrische Sachen zu sehen. Genau. Was ich dann eben auch einmal gemacht habe, gerade parallel, ist mir eine dieser Designs oder eines dieser Designs, das wir uns gerade angeschaut haben, auch zu exportieren. Ja, das geht einfach mit einem Mausklick und dann muss man eben eine gewisse Zeit warten, bis das Modell wieder bereinigt wird und dann als nutzbares Flächenmodell hier wieder in Fusion verwendet werden kann. Und in der Zwischenzeit oder zum Abschluss können wir uns jetzt noch ein paar Designs anschauen, die wir vorbereitet haben oder mit denen wir einfach mal schon mal so ein bisschen rumgespielt hatten. Dazu hattest du diesen Ordner hier vorbereitet und wir haben 4 Beispieldesigns mal rausgesucht. Mein erstes war, glaube ich, hier die Lampe Lacrosse, Modell Lacrosse. Genau, die Namen sind entstanden aus dem ersten Gedanken, der assoziiert wurde mit dem Modell sozusagen. Das ist eine etwas klobigere, sieht sehr voluminös aus hier hinten. Aber wenn man das jetzt ein bisschen verfeinert und vielleicht hinten noch ein bisschen Masse wegnimmt, finde ich, hat das schon was von einem ziemlich stylischen Deko-Gegenstand. Ja. Genau, das war das erste Modell. Wir hatten dann noch eine Variante, die wirklich so ein bisschen näher in Richtung Knochen geht und ein bisschen knochiger wirklich aussieht. So, mal kurz warten, bis es geladen hat. Genau, hier. Jetzt auch ein anderes Material eingestellt. Ja.
Also auch hier ein recht kreatives Design, auch etwas asymmetrisch. Klar, muss nicht so übernommen werden, aber es ist eine Designidee. Bei den anderen zwei, glaube ich, da hattest du auch mit Hindernissen dann gearbeitet. Ja, genau. Bei den anderen beiden hatte ich noch Hindernisse verwendet. Das sieht man dann eigentlich auch sehr gut, wenn man das hier einmal dreht. Also es ist quasi wie hier eine Kugellack hier drin oder ein Auge, hatten wir es, glaube ich, genannt. Ja. Auf jeden Fall ein großer, runder Körper, der dort quasi den Weg versperrt. Ja. Und ja, das ist jetzt auch wieder eher so eine Kombination aus Fachwerkstreben und zwischendurch auch flächigere Strukturen. Ja. Und also auch wieder diese langen Arme, die jetzt über den Knick quasi um diesen Schirm fassen und den oben mit vier Punkten. Ja, da hattest du doch so eine nette Assoziation. Ja, es sieht ja wirklich aus, als würde jemand hier so oben drüber halten. Interessant ist auch, dass aber der Bogen weiter, also nicht, also oben über dieser Fläche quasi auch noch Abstand nimmt und dann so Verbindungspunkte, wenn du so, genau da sieht man es oben, dass er da drüber gegangen ist, weil das haben wir ihm ja gar nicht gesagt, dass er das machen müsste oder lustig, dass das... Das sieht sehr spannend aus, finde ich. Ja. Und dann hast du noch einen letzten... Genau, dann hatten wir noch eine Flow, haben wir sie genannt. Eine Lampe, die etwas geschwungener war und ja, eigentlich kaum Fachwerkstruktur hat, sondern... Ja. Ja. Bisschen wie ein Löffel. Bisschen wie ein Löffel. Hier hinten finde ich ist die. Ja. Ah ja, auch interessant. Ja, genau, mit diesen hohlkehligen Flächen. Genau, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Okay, jetzt verstehe ich es. Ja. In dem Shader sieht man es halt auch ein bisschen besser. Aber das ist halt abhängig vom Material. Ja. Auch die finde ich sieht sehr interessant aus. Und auch hier unten, dass dort dann auch nochmal so eine Aufspaltung stattgefunden hat. Das Ganze, glaube ich, hat drei verschiedene Rechenläufe benötigt. Also einmal die wir gemeinsam vorhin aufgesetzt haben. Und das hier waren zwei, die wir vorbereitet hatten. Einmal die mit dem Hinderniskörper und einmal die Lacrosse- und Organic-Lampe, die komplett frei sich ihren Weg gebahnt haben. Genau. Also ich finde es sehr spannend. Damit wäre auch aus meiner Sicht jetzt erstmal der Teil mit Generative Design soweit abgedeckt. Und mein Versuch wäre jetzt in einem weiteren Video demnächst zu gucken, ob ich quasi auf Basis eines dieser Modelle einen gestalteteren Entwurf umsetzen kann. Und dann wäre vielleicht nochmal interessant, da nochmal die Festigkeiten einfach spaßeshalber zu testen. Vielleicht hast du ja dann nochmal Zeit, Ben. Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Und wenn ihr noch Fragen, Ideen oder wenn ihr vielleicht auch was habt, was ihr gerne getestet sehen haben wollt, dann schreibt uns gerne, schickt uns Daten oder ja, also wir experimentieren beide gerne damit rum. Sagt uns einfach Bescheid und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.